Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pargonia. Ja, Mr. Landers und das Meer. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich die Banditen hier verjagen können. Also endgültig für immer und so. Haben aber hier vorne noch irgendwie Banditen rumexistieren, die uns das Leben schwer machen. Es sind mal wieder zwei Banditenlager. Wenigstens zwei. Die Leutchen meinen irgendwie, sie müssten hier rumstänkern. Da bin ich nicht mit einverstanden. Und wir müssen mal zusehen, dass wir hier unsere Mannschaft entsprechend ausbauen. So, hier wären normalerweise Wachen. Machen wir Folgendes. Da mal drauf, habe ich hier. Veteransoldaten, Foto schon auch nicht. Dann gehe ich mal hier auf die Veteransoldaten und sag mal so 10 davon, wenn es irgendwie geht. Hier habe ich 18 von diesen einfachen. Moment. Aha, Kampfstärke 3 plus 0,7. Ach ja, ich hatte ja versucht, hier mit Silber und so zu glänzen. Die Münzprägerei. Ich habe ja Silber so ein bisschen rumexistieren. Die. Oh Gott, wo habe ich denn jetzt die Münzprägerei? Schmelzhütte, Schmelzhütte, Bäcker. Keine Ahnung, wo finde ich die? War das jetzt wieder? So, Banditen greifen uns wieder mal an. Das ist Handelsposten. Hier finde ich die nicht. Ausrüstung und Ausbildung. Kunstschmiede. Ich bin hier, ich weiß, ich suche hier das jedes Mal. Ich finde auch die Zuordnung so ein bisschen. Naja, egal. Münzprägerei soll hier in der Nähe sein, sagt mir der Computer. Holzfällerhütte? Bäckerei? Hä? Steinmetz? Bin ich blind? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ganz offensichtlich. Ich finde ihn nicht. Hä? Hüpft dahin. Oh mein Gott. Ja, ich sagte mal nichts. So. Ist die pausiert? Nö. Warenlager voll. Ist sie? Ach, okay, alles klar. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Moment, dann können wir das locker hier rüber steuern. Da gehe ich doch mal auf Münzen, Silbermünzen und dann schauen wir doch mal, ob das noch ein bisschen was bringt. Ganz vorsichtig, wir müssen unsere Ressourcen schonen. Irgendein Dieb hat irgendwas gestohlen, hier wird gerade gekämpft. Tote Waldläufer ist nicht gut. Irgend so ein geschickter Dieb meint sich da irgendwie hier durchsetzen zu wollen müssen oder wie auch immer. So nicht wahr. Der meuchelt hier meine Leute, aber so was von. Was wird der denn jetzt, wenn das fertig ist? Meine gute Hochzeit. Hey, 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 hey. Das ist, wow. Da habe ich aber mehr versprochen hier mit den. So, deswegen habe ich da so wenig Leute. Nur noch 6. Was sollte hier rum existieren? Waldläufer, da habe ich wohl noch ein paar in der Hinterhand. Deswegen erholen die sich relativ schnell. Da. Alles klar. Da wären auch irgendwelche Wachen. Moment mal eben, wo bin ich denn hier jetzt überhaupt? Achso, die sollen sich da umgucken. Okay. Okay, 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 ja, verstehe. Und 5 Soldaten, aber einfache Soldaten. Hm. Puh, hier habe ich noch einen. Okay.
kümmern sich darum. Sollen sie... Nein. Nein. Ja. Sollen sie tun? Pack das Ding mal da so hin. Oh, Moment. Kann ich den noch weiter verschieben? Nope. Das ist die äußerste Grenze. Ah, dann haben die aber auch schon fast... Da ist Banditenlager. Hier ist Banditenlager. Alles klar, alles klar. Das sind meine Waldläufer. Entdecker kommt gerade zurückgerannt, weil er angegriffen wurde, wahrscheinlich. Okay. Leg gerade, ob das Sinn macht. Nein, hier dieses Teil beispielsweise nach hierhin zu verlagern. Mal die alle hier rumrennen. Hm, Moment mal. Ach, die haben nicht genug Grenzsteine. Genau genommen überhaupt keine oder so. Also jedenfalls keine nennenswerte. Ich sehe noch kein Fähnchen oder so, dass mir sagt, naja, wir kommen da nicht mehr hin oder so. Ne? Das ist uns alles zu weit oder in diese Richtung. Hm. Schauen wir mal. So. Ah, ich sehe. Ach, da. Ja, ich gehe hier mal. Ich gehe mal hier zurück. Ich schicke die mal weg. Und gehe hier auf. Da habe ich 10 von. Gehe mal auf 20. Nee, Moment, auf 25, ne? Maximum. Dann machen wir das doch so. Das ist richtig. Ja, das sind die Veteranensoldaten. Cool. Moment. Ja, da muss man genauestens jetzt geguckt werden, wie mache ich denn hier das am besten, am schlechtesten und so weiter und so fort. Die Waffenschmiede sagt, sie hat nichts zu tun. Sie hat aber Eisen und sie hat Kohle. Du machst mal so auf der Dach 10 Eisenschwerter. Was ist mit der Rüstungsschmiede? Die ist fast fertig. Bitte wieder von allem 10. So, wie sieht's hier aus? Ja, komm. Auch da würde ich mal ganz schnell rangehen, nochmal ein paar Schwerter produzieren. Irgendwie nimmt das hier mit dem Grünzeug überhand, kann das sein? Oder meine ich das nur? Holzfäller, bla bla bla. Bist du irgendwie unterwegs oder pausiert ihr gerade? Warenlager voll. Ist nicht gut. Na gut, da muss ich mich später drum kümmern. Ich muss jetzt erstmal zusehen. Ach ja, Moment. Hier war jetzt erstmal soweit alles weg. Das heißt im Klartext. Ich habe hier Soldaten rumrennen, die ich im Prinzip nicht mehr brauche. Würde es Sinn machen, da, ja, ich, ah nee, Moment, ich überlegte gerade, ob ich hier, Wachen, ja, ne, die Wachen, einstellen soll, aber die kommen hier nicht drüber, ja, das ist eine natürliche Grenze, da kommen die nicht drüber hinweg, das heißt, das Ding kann komplett weg. So, ihr seid entlassen. Und das Gebäude selber, wird abgerissen. So, weg damit. Dann habe ich hier Soldaten. Veteranensoldaten. Die könnte man noch halten für den Fall des Falles. Und dann habe ich hier einen Wachturm. Da ist aber Augenblick, sagen wir so, Minimalbesetzung. Eine Wache existiert da im Augenblick rum. Was ist passiert? Gegnerisches Lager zerstört? Kleines Wohnhaus von irgendjemandem? Hier war irgendwo ein Lager, das jetzt nicht mehr existiert. Ich könnte jetzt nicht einmal mal sagen, was das sein soll. Vielleicht war es ein Diebeslager? Keine Ahnung.
Nicht, dass ich irgendwelche Banditen waren, weil dann müsste hier noch ein weiteres existieren. Behaupte ich einfach mal so. Was sind die Nachbarn? Ey, da. Ich bin eben angegriffen. Ah, da, hier waren Diebe. Ah, alles klar, hat sich das schon geklärt. Wir haben ein paar Diebe weniger. Das ist auch schön. Ich finde das mal gut, wenn meine Leute mal so eben so im Vorbeigehen mal so irgendwie ein Lager zerstören. Das ist immer sehr erfreulich. Da wird schon eifrig Eisen abgebaut. Das ist auch sehr erfreulich. Ich mache mal Folgendes. Lange Rede, kurzer Unsinn. Erkundung, Expansion. Ich setze hier mal einen Wachturm hin. Den setze ich aber dann hier so hin. Da sollen genau ganz normale Wachen untergebracht werden. Das Ding kann weg. Weg damit. So, wie gesagt, hier die Soldaten, die halte ich erstmal fest für den Fall des Falles. Und hier brauche ich Wachen. Habe ich genügend Speere mittlerweile? Das sieht gut aus. Dann machen wir mal hier so kurz den Rekrutierungsbefehl. Achso, gerade ich schon mal dabei bin und hier zu gucken, wegen dieser Geschichte. Wie sieht es denn hiermit aus? 16 Eisenschwerter, hört sich gut an. 11 Eisenschilde und 13 Kettenrüstungen. Das ist ja ideal. Dann machst du noch 10 von den Veteransoldaten. Dann sind wir auf einigermaßen guten Weg, hoffe ich. Kupferfock-Moment, das ist nicht verkehrt. Irgendwelche Banditen. Ah ja, wir haben immer noch das Problem mit den Banditen da. Genau. Jo, das würde ich doch mal vorschlagen, dass wir uns mal so langsam aber sicher. Nächsten Tag keine Ressourcen in Reichweite. Hier gibt es noch Silbererz, hier gibt es noch Kohle. Das ist mit dem jetzt nicht mehr vorhandenen Eisen natürlich nicht so schön. Das heißt, Gebäude wird deaktiviert, die Leute werden entlassen. Hier habe ich aber noch entsprechende Reserven, die müssen erstmal aufgebraucht werden. Der große Eber der Entschlossenheit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt schon eine gute Idee ist. Ich mache es einfach mal. So. Gut. Was habe ich hier rum existieren? 20 einfache Soldaten. Oh, es war hier schon mal plus 0,7. Jetzt haben wir plus 0,9. Das Silber wirkt. Das Silber wirkt. Wo ist meine Schatzkammer? Die ist auch voll. Ja, das ist ganz klar, was wir als nächstes machen. Ne? Das ist logisch. Da kommen jetzt noch mal ein paar Silbermünzen rein. Das Silber wirkt. Das ist cool. So. Ja, wir haben hier Wachtürme existieren. Das ist okay. Das ist okay. Was habe ich da? Ach, hier sollen Soldaten sein, die ich noch nicht habe. Ich habe aber Soldaten, die ich rekrutiert habe. Das kann halt jetzt noch, Moment, das ist der Nachbar. Das kann allerdings noch ein bisschen dauern, bis die da ankommen, wo die hin sollen. Entsprechende Wege habe ich gebastelt. Natürlich die Frage, wo geistern die jetzt alle rum? So, naja, wir schauen mal. Folgender Vorschlag. Erstmal, ihr kennt das, wie immer, Spiel speichern. Ich sichere mich immer ganz gerne ab. Zurück zum Spiel, ganz normal. Und dann... Ja, warte mal. Ihr könnt euch da mal so ein bisschen um die Kollegen da kümmern. Macht den Pfeil mal dahin. Den habe ich... Nein, die nicht. Dann habe ich im Augenblick leider nur die, aber egal.
ihr kümmert euch mal so ein bisschen um die. Und dann schauen wir mal, was passieren wird, ne? Machen wir hier dieses störende Teil wieder weg. Gut, dass das geht. Wir haben einen ziemlich weiten Weg. Und die nicht minder weit. Kann sein, dass ich dann unter Umständen umzwitschen muss. Oha. Ich sag mal so, die Banditen werden hier schlichtweg überrannt. Ich beschwere mich nicht. Ja, so ganz überrannt werden sie doch nicht. Ja, die beiden da, die machen verbittert, leisten die Widerstand. Muss noch irgendwo einer rum existieren, weil das Lager existiert noch. Das könnte besser laufen, so teilweise. Okay. Ein Lager ist weg. Oh, zweiter auch. Oh, wie ist das denn passiert? Eine Miete gekriegt. Da muss doch wohl sich doch noch einer durchgesetzt haben hier. Sehr schön. Na gut. Hat funktioniert. War jetzt nicht ganz so glorreich vielleicht, aber, es hat gereicht. Dann hier wieder zurück. Habe ich dann noch Leute? Oh mein Gott, da sind drei übrig geblieben. Holla die Bolla. So, wo war... Nee, das sind sie nicht. Nee. Da ist keiner von übrig. Ja, das ist... Uiuiuiui. Um es mal so auszudrücken. Meine Güte, nee. So, hier will ich aber umzwitschen. Ich glaube, so viel brauche ich dann hier nicht mehr. Wenn ich die eine Einheit habe... Moment mal, habe ich mich jetzt vertan? Nee, alles gut. Habe ich gemacht, alles okay. Ich die habe, das sollte reichen. Da habe ich die Waldläufer. Dann würde ich hier... Augenblick. Ne, dann kann die ganz weg. Ich glaube, dann kann die ganz weg. So. Machen wir einfach mal weg damit. So, Delle. Dann habe ich ein bisschen mehr Übersicht. Und ja, ich denke mal, das sollte funktionieren. Okay, die sind eifrig dabei. Ihr könnt euch aber ruhig noch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Warte mal, Augenblick mal, ich habe hier eine. Und dann habe ich hier die beiden. Nochmal Folgendes. Das ist mit Sicherheit sinnvoll, wenn es denn oha, gehen sollte. Schon wieder irgendwelche Diebe, die hier Ärger machen. Ist wieder so ein Wegproblem. Ich sehe es schon wieder. Den ganzen Ärger hier. Dann setze ich das Ding hier hin. So, genau. 10 Wachen. Und die können dann, wenn sie soweit sind, sich dann hier so austoben in diese Richtung. Hier habe ich. Brauche ich die Garnison noch? Macht das Sinn, hier eine Garnison zu unterhalten? Nein! Nee, richtig. Ich glaube, ich sehe... ja, aber dann würde ich sagen... So 10 oder meinetwegen 15 Wachen, die sich dann hier so umtun. Oder warte mal. Und hier ist Wasser, da ist Wasser. Die sollen sich erstmal hier so umgucken. Ist da so, das entsprechende Gebiet erweitern. Ich glaube, das ist sinnvoller.
Aber ich glaube, über kurz oder lang würde ich die dann einreißen und da irgendwie auf Wachtürme umzwitschen. Ich muss schauen. So. Was ist hier los? Achso, das ist der Eisentagebau, der nicht mehr funktioniert. Knapp hin und auch weg. Was haben wir hier? Stein, Kohle, Stein, Stein, Stein. Kohle, Kohle. Also Stein und Kohle. Bloß nichts anderes. Man könnte ja auch mal Eisen brauchen oder so, ne? Aber woher? Ja gut, das Gebiet muss sowieso erst noch von uns eingenommen werden. Okay, hier hat eine Werkzeugschmiede nichts mehr zu tun, sagt die Werkzeugschmiede. Ja, das ist fast nicht zu glauben. Achso, eine Werkzeugschmiede. Oh, Moment, Augenblick. Eine ganz andere Geschichte. Ein Momentchen mal. Sieht es aus? Ich würde behaupten, das ist erstmal mit vom Werkzeug her soweit. Alles in Ordnung. Tja, hat ja besser geklappt mit den Banditen als gedacht. Wir haben hier noch ein paar Diebe in der Nähe, die uns immer mal wieder das Leben schwer machen. Und da müssen wir mal schauen, wie wir hier weiter vorgehen. Die Insel ist relativ groß. Wir haben ungefähr die Hälfte oder so aufgedeckt. Und noch nicht mal, und ich denke mal noch nicht mal die Hälfte für uns sozusagen jetzt in Besitz genommen. Ich mir so auf die Karte da schaue, so grob würde ich mal sagen, vielleicht ein gutes Drittel, keine Ahnung. Es gibt jedenfalls noch jede Menge zu entdecken, jede Menge zu tun. Das kann sich noch etwas hinziehen. Wir haben ja dann auch diesen speziellen Gegner, den wir ja noch gar nicht getroffen haben. Das wird unter Umständen noch lustig werden. Egal. Danke für eure Unterstützung, danke für eure Begleitung, danke für deine Begleitung und deine Unterstützung. Hilft mir sehr, freut mich immer sehr, wenn hier das, was ich hier so darbiete, auch gesehen wird. Und oh, Entschuldigung, das war das Mikro. Und ich hatte es, glaube ich, schon in der letzten Folge ja schon gesagt, so wie ich das hier so mitverfolge auf meinem Kanal, läuft es im Augenblick ganz gut. Ich bin sehr, sehr happy, ich bin sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn die Dinge, die ich hier so produziere, wenn das auch gesehen wird. Likes sind natürlich immer wieder gern gesehen, Kommentare sind gern gesehen, gerne auch kritische Kommentare, ja, Hinweise, wenn euch was nicht gefällt und ihr möchtet das von mir irgendwie geändert haben, schreibt ruhig, ne? Aber bitte keine Schüsse unter der Gürtellinie, das muss nicht sein. Aber ne, wenn das entsprechende Kritiken sind, wo ich dann auch sehe, das sind Sachen, die ich umsetzen kann, ne, dann werde ich mich darauf bemühen. Wie ich das auch schon 10.000 Mal gesagt habe, es wird immer dauern, bis diese Bemühungen dann auch hier sichtbar werden. Bedingt durch die Vorproduktion, die ich mache. 3 Wochen. Ja, 3 Wochen später habt ihr dann die Reaktion von mir, von dem, wo ihr sagt, man macht das doch mal so oder macht das doch mal so. Entweder werde ich dann sagen, jo, ne, ich habe das zur Kenntnis genommen und ich mache das jetzt in der Richtung. Oder ich sage, ja, ich habe es zur Kenntnis genommen. Kann diese Dinge aber aus Gründen XYZ nicht machen. Werde ich dann erläutern. Gut. Wie gesagt, also Kommentare gerne gesehen, Likes gerne gesehen, Abos natürlich auch. Also da machen wir uns mal, da wird sich kein YouTuber wird da böse sein, wenn er Abos sich gewinnen kann. Ja, die Dinger kosten euch nichts, einfach ein Mausklick, mehr kostet euch so ein Abo nicht. Aber uns YouTubern hier hilft das sehr. Nach wie vor. Vielen lieben Dank. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.